Jo Leute, ich bin wieder zurück, euer Interest, und ich habe mir mal vorgenommen, heute eine Longboard-Tour zu machen mit euch, und ich habe mich auch ausgerüstet. Wir sind jetzt hier auf Sylt, ganz oben auf Hörnum. Ich habe hier einen Rucksack mit, dann natürlich mein Board. Nur ein kleines diesmal, groß habe ich nicht mitgenommen, und ja, jetzt starten wir in Hörnum. So, jetzt haben wir endlich Hörnum verlassen. Hier haben wir einen Turm erreicht. Hier, kleiner Sendemast. Auf jeden Fall fängt es gerade an, ein bisschen zu nieseln. Ist natürlich nicht so schön, aber was soll man machen, ne? So, hier haben wir eine 5 erreicht und ich bin jetzt eine halbe Stunde gefahren, und wenn das 5 Kilometer sind, dann eigentlich noch ein bisschen Kilometer zu fahren, weil wir haben, wenn wir ganz Sylt lang fahren wollen, 40 Kilometer auf uns. Also 40 Kilometer zu fahren, und wir haben jetzt gerade mal 5 erreicht, sind eine halbe Stunde gefahren, kommt dann mit 4 Stunden hin. Also das hatte ich auch ausgerechnet, und ja, mal sehen, wie es weiterläuft. Hier haben wir größeren Parkplatz erreicht für die Leute, die hier an den Strand gehen wollen und da spazieren gehen. Hier natürlich auch wieder ein paar Bushaltestellen, und weiter geht's. Wir haben es erstmal bis zu unserem ersten Ziel geschafft, Rantum. Hier steht das Schild, da steht Rantum drauf, und ja, jetzt fahren wir mal in das nette Dorf hier, Rantum. Ja, und erstmal eine Bushaltestelle. So, jetzt haben wir auch die 10 Kilometer erreicht, und ja, sind jetzt knapp 50 Minuten unterwegs, also wir legen einigermaßen gut in der Zeit, und jetzt geht's weiter nach Westerland. So, wir haben gerade die 12 Kilometer Marke passiert,
Und es sind jetzt noch knapp 5 Kilometer bis nach Westerland. Also von Hörnum bis nach Westerland dann insgesamt 17 Kilometer. Und ja, jetzt nochmal 5 Kilometer. Ja, mein Board ist schon sehr dreckig. Und hier, der Boden ist natürlich suboptimal. Zum Fahren ist jetzt nicht der beste. So, wir fahren gerade hier durch so ein kleines Wäldchen. Aber das Problem ist nur, dass der Boden liegen überall nasse Blätter und er ist sowieso noch sehr rutschig an sich. Und vor allem mit dem kleinen Board hier und den großen Rollen, da kann man leicht ausrutschen. Bin ich zum Glück noch nicht, aber das kann ja noch passieren, ne? Naja, weiter geht's. Jetzt hier mitten in Westerland. Ich habe gerade mal eine kleine Pause gemacht bei McDonald's. Hab mir ein bisschen was zu essen und zu trinken geholt. Sonst habe ich hier in meinem Rucksack noch was mit. Aber erst einmal, um mich ein bisschen aufzuwärmen auch. Da ist ein bisschen angefangen zu nieseln, aber jetzt wieder weg. Straße ist dennoch alles nass, wie man vielleicht sieht. Und jetzt werden wir gleich Westerland verlassen und werden nach List fahren. Wir haben jetzt Westerland verlassen, fahren jetzt nach Wenningstedt. Das sind nochmal 3 Kilometer. Dann nochmal nach Kampen, das sind auch nochmal so 5 Kilometer. Und dann nach List und das werden dann auch nochmal so 10 Kilometer sein. Und ja, jetzt haben wir also Westerland hinter uns gelassen und jetzt fahren wir nach Wenningstedt. So, wir haben jetzt Wenningstedt erreicht, die 3 Kilometer, die wir da fahren mussten. Und jetzt geht's weiter nach Kampen. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Braderup. Das liegt gegenüber von Wenningstedt. Und ich war in einem Kreisel und da ging es nach List, da sollte ich auch hin, aber da war halt kein Radweg, da ist halt nur, sage ich jetzt mal, Autobahn bzw. Landstraße für die Autos. Und jetzt habe ich mir überlegt, dann fahre ich einmal quer über die Insel, das sind so 5 Kilometer oder so, jetzt nach Braderup und dann hoffe ich einfach mal, dass es von da aus dann weiter nach List mit dem Radticket. Müsste es eigentlich, deswegen probiere ich es mal aus. Und ja. So, perfekt, das mit Braderup. Die Idee hat geklappt. Wir sind jetzt hier in so einer Kreuzung. Wir sind von hier gekommen. Und hier steht jetzt das Schild List 12 Kilometer und hier ist auch ein Fahrradweg bzw. Longboardweg. Hat ja alles gut geklappt und das sind jetzt noch 12 Kilometer und ja, bis dann.
da bin ich wieder. Ja, endlich mal bessere Wegbedingungen hier. Schön glatt, also ist auf jeden Fall angenehm für die Füße. Weil eben, das ging einfach gar nicht, das war einfach Pflasterweg. Naja, jetzt schön auf dem asphaltierten Weg, schön glatt und sind noch 7 Kilometer, dann sind wir in List angekommen. So, wir sind fast angekommen, ich schätze jetzt mal so 2 Kilometer, aber auf jeden Fall haben wir wieder scheiß Weg, wie man hier sieht. Das ist einfach Asphalt, dann Kieselsteine drauf und noch rutschig und das ist mega scheiße. Auf jeden Fall kann man hier sehr leicht ausrutschen. Oh Gott, da wäre ich fast ausgerutscht und man kommt kaum voran. Naja, wir haben es gleich geschafft. Also der Weg ist hier zwar grottenschlecht und man kommt kaum voran, dafür ist hier aber die Aussicht phänomenal, also muss ich echt sagen, ich bleib mal gut stehen. Das sieht echt schon sehr nice aus. Leute, wir haben es geschafft. Hier sieht man das Schild List auf Sylt und wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter rein nach List und haben wir es endlich geschafft. Das waren jetzt knapp 30 Kilometer. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Tut zwar an den Füßen extrem weh, aber es hat halt Spaß gemacht.